Hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen. Und ich hoffe, ihr seid vielleicht schon so ein bisschen im Planungsfieber, das neue Jahr vorbereiten und so weiter. Ich habe das die letzten Tage immer wieder in den freien Minuten gemacht. Warum sind die Fussel? Und genau, habe jetzt meinen Kalender soweit fertig. Der ist noch nicht perfekt, aber das muss er auch nicht sein. Es geht ja vor allem darum, so ein bisschen Inspiration zu liefern. Und ich weiß, ihr wartet immer auf das Kalender-Setup-Video. Und ich dachte, das drehe ich jetzt mal ab. Ich habe viele, viele, viele Tage lang überlegt, welches Kalendermodell möchte ich. Ich habe immer wieder hin und her geswitcht. Ich habe ja so viele Jahre den Alleskönner benutzt und war damit super, super happy. Es war genau die richtige Platzanzahl, die ich brauchte. Ich habe aber gemerkt, dass gerade so im letzten Jahr eben dadurch, dass Andre jetzt da ist und wir mit anderen Leuten auch zusammenarbeiten für verschiedene Projekte, ganz viel digital passieren muss. So, ich persönlich bin überhaupt kein digitaler Planer. Ich kriege das damit nicht in die Birne. Ich habe dann keinen Überblick. Aber das ist eben nicht anders machbar. Ich brauche aber definitiv eine haptische Kalendervariante. Ich brauche was, was ich in der Hand habe, was ich bei mir habe, wo ich reingucken kann. Und auch was, wo ich meine Gedanken sozusagen einmal aufschreiben kann. Wenn Sachen bei mir durch die Hand gehen, kann ich sie besser zu Ende denken und habe auch die Sachen besser im Kopf. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber ich merke das für mich immer wieder, wenn ich versuche, nur digital zu planen, bin ich unstrukturiert, bin ich langsam, und ich bin viel, viel schneller, wenn ich das einmal in den Kalender bringe. So, deswegen habe ich jetzt ewig hin und her überlegt, was mache ich jetzt, welches Modell nehme ich und habe mich für den Puristen entschieden. Ich habe dieses Jahr auch mal wieder beschlossen, ich habe den ja jahrelang gar nicht beklebt außen, dass ich Lust habe auf irgendwie so einen Beige-Ton. Ich hatte so ein Packpapier von irgendeiner Online-Bestellung im Karton und dachte, oh, das sieht aber schön aus. Und habe das jetzt einfach benutzt, um den Kalender damit außen zu gestalten. Ich mag diesen Beige-Ton sehr gerne. Ich bin irgendwie gerade auf einem Beige-Trip. Keine Ahnung warum. Aber das mag ich sehr gerne. Und ich fand ihn damit auch irgendwie so ein bisschen, ja, sieht da irgendwie edel aus. Ich mag das. Genau, er ist noch nicht ganz perfekt. Ich muss hier die Ecken noch ordentlich machen. Aber an sich mag ich die Farbe sehr gerne und finde das sehr, sehr schön. Ähnlich sieht es auch innen aus. Da habe ich mich so ein bisschen an dieser Packpapiergeschichte orientiert und habe da das gleiche Papier verwendet, weil ich einfach wirklich die Farbe sehr schön finde. Gerade so in Kombination mit einem grünen Ton, mit so ein bisschen was Floralem und so weiter. Und mag das optisch sehr gern. Das Schöne ist, wenn man jahrelang Kalender gestaltet, dass man mit der Zeit merkt, okay, das ist was, das brauche ich unbedingt, das brauchte ich nicht so dringend, das habe ich übers Jahr total viel benutzt oder das eben gar nicht. Was immer, immer, immer bei mir ein Stable ist, ist in irgendeiner Form ein Dashboard. Ich glaube, wenn man die letzten 500 Kalender-Setup-Videos sich anguckt, ist das immer ein Satz, der fällt. Ich brauche ein Dashboard, weil ich einfach regelmäßig, wenn ich unterwegs bin, schnell mal Gedanken aufschreiben will oder To-Dos oder Termine. Und ich schreibe das dann lieber erstmal auf einen Klebezettel, um die dann später in Ruhe reinzusortieren in den Kalender, in die einzelnen Daten, weil es mir hilft, dann ein bisschen besser auch die Woche wieder für mich zu strukturieren, indem ich das eintrage. Und von daher brauche ich das total, dass ich das irgendwo schnell hinkritzeln kann. Genauso auch wie Einkaufslisten oder kleine Reminder, was ich noch machen wollte. Gerade wenn ich eben unterwegs bin, ist das für mich ein absolutes Must-have. So, ich hole das mal raus, dann kann ich euch das besser zeigen. Also, was ich auch auf jeden Fall jedes Jahr brauche, ist eine Tasche. Die mache ich jedes Jahr ein bisschen anders. Dieses Jahr habe ich sie so gestaltet, dass ich mir einfach hier so Blümchen draufgeklebt habe und dann das entsprechend ausgeschnitten habe und unten zusammengeklebt habe. Das sind hier immer diese Seiten, die man bei jedem Buchkalender oder wie auch immer hat, also bei jeder Buchform. Wenn das geklebt wird, muss ja der äußere Teil, der Einband, mit dem inneren Teil verbunden werden. Deswegen hat man immer diese eine Seite vorne und hinten, die nicht ganz aufgeht. Und die finde ich persönlich immer perfekt, um da eine Tasche draus zu machen. In diesen Taschen habe ich alles Mögliche, von Tickets, wenn ich irgendwo hinfahre, bis hin zu kleinen To-Do-Listen und Kleinkram. Aber ich habe zum Beispiel auch immer irgendeine Form von Lineal dabei. Das ist hier, glaube ich, eher für so einen Filofax oder für so einen Ringbuchplaner gedacht. Habe ich online gefunden. Ich fand einfach diese Farben so schön von den Klebezettelchen. Und das brauche ich auf jeden Fall, weil ich unterwegs regelmäßig mein Lineal brauche zum Unterstreichen oder wie auch immer. Das finde ich ganz praktisch und das passt hier eben auch wunderbar in die Tasche rein. Ansonsten habe ich hier gerne auch irgendwelche Checklisten oder was weiß ich. Also je nachdem, was eben gerade so ansteht, woran ich arbeite, ist es ganz praktisch, das vorne drin zu haben, gerade wenn es Sachen sind, die man schnell griffbereit haben will. Und, das habt ihr eben schon gesehen, das habe ich dann rausgenommen, das ist meine Monats-To-Do-Liste. Das habe ich letztes Jahr angefangen und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Es muss nicht für alle funktionieren, aber für mich ist das im Grunde aktuell wirklich die beste Technik, um richtig, richtig viel zu schaffen und auch alles im Überblick zu behalten. Das heißt, ich setze mich immer am Ende des Monats hin
und überlege, was von allem, was ich im Jahr erreichen will, möchte ich im nächsten Monat machen. Und dann mache ich das ein bisschen in Kategorien. Ich kann euch das jetzt hier nicht zeigen, weil da viel Privatkram auch drin ist. Mache ich das immer so ein bisschen in Kategorien. Also ihr könnt euch vorstellen, Kategorie YouTube, welche Videos will ich machen, Kategorie Instagram, welche Postings sollen passieren und so weiter. Aber eben auch für alle Projekte, die ich so habe, die einzelnen Schritte, die definitiv im Januar passieren müssen. Und das habe ich dann immer so in mehreren Zetteln so griffbereit, pinnet mir das auch immer wieder zu. Und wenn ich mich dann an die Wochenplanung mache, nehme ich mir diese große Liste und teile die einzelnen Aufgaben Stück für Stück in die Woche ein, die jetzt ansteht. Und damit habe ich wirklich so ein richtiges Abarbeiten-Gefühl und nicht so ein, ach scheiße, es ist so viel und ich weiß gar nicht was, sondern ich weiß genau, okay, das ist der Plan für den Monat und ich breche mir das auch optisch dann wieder auf, die große Liste in kleine Listen für die einzelne Woche. Das ist die beste Technik, die ich bis jetzt für mich gefunden habe, für die Art, wie ich funktioniere und arbeite und plane, um wirklich produktiv zu sein. Das kann ich sehr empfehlen, wenn ihr noch keine Monats-To-Do-Listen macht. Macht das mal, gerade wenn ihr euch jetzt auch überlegt habt, was ihr so über das Jahr erreichen wollt oder was ihr irgendwie noch umsetzen wollt, vielleicht auch ein Projekt, was ihr schon länger im Kopf habt, ist das Beste, wirklich dieses Projekt zu nehmen fürs Jahr, das Kleine zu brechen in die einzelnen Monate und dann eben Stück für Stück solche Monats-To-Do-Listen zu machen. Top-Tipp, macht nicht jetzt Anfang des Jahres schon alle Monats-To-Do-Listen fürs Jahr. Das habe ich auch mal gemacht, das ist komplett überfordernd, denn sobald man eine Sache nicht schafft oder die anders ist oder schneller ist oder wie auch immer, dann ist man irgendwie überfordert und frustriert und fängt sowieso an, die Listen neu zu machen. Also zumindest ist es bei mir so. Von daher kann ich nur empfehlen, wirklich immer, wenn der neue Monat startet, so eine kleine Monats-To-Do-Liste zu machen oder eine große, je nachdem, um dann zu gucken, was möchte man in der nächsten Woche erreichen, was möchte man am nächsten Tag erreichen. Beste Technik ever. Die nächste Seite hat sich tatsächlich in verschiedensten Kalendern wiedergefunden und die tritt immer wieder auf, weil sie tatsächlich für mich sehr praktisch ist. Das ist eine Seite, die jetzt gerade sehr schön aussieht, die aber relativ schnell sehr, sehr scheiße aussieht, weil das nichts ist, wo ich viel Zeit mit verbringen mag. Es geht für mich jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt irgendwie ganz, ganz penibel alles aufschreiben muss, sondern eher um den groben Überblick, damit ich nicht das Gefühl habe, mir rinnt das Geld so durch die Hände und ich habe keine Ahnung, wo es hingeht und frage mich Ende des Monats, wo ist es eigentlich, was habe ich eigentlich damit gemacht, sondern ich möchte es wirklich im Griff behalten. Ich möchte dieses Jahr so ein paar größere Sachen noch anschaffen und ich möchte auch eine größere Reise machen und dafür möchte ich eben so ein bisschen auch vorher gucken, dass ich einfach entsprechend dann auch sparsam bin, damit es alles im Verhältnis steht. Auf der Seite habe ich meine Übersicht. Wie gesagt, das sieht jetzt noch sehr schön aus. Das wird dann im Laufe des Monats ganz schrecklich aussehen und die Rückseite wird dann auch bekrakelt sein und so weiter. Da schreibe ich immer nur grob auf, was habe ich gekauft. Es gibt Tage, da schreibe ich das penibel auf. Es gibt Tage, da schreibe ich nur auf, irgendwie Bargeld abgehoben, 20 Euro und schreibe mir dann auch, wenn die 20 Euro zum Beispiel leer sind, damit ich da auch so ungefähr weiß, was habe ich denn damit gemacht eigentlich, wo ist es hin? Und hier habe ich so ein paar Sachen, da schreibe ich mir dann sowas auf wie, keine Ahnung, wenn ich eine größere Anschaffung machen will, wie teuer ist das? Dass ich mir das hier so mal hinschreibe, um das immer mal wieder auch zu sehen, um mich auch selbst zu hinterfragen, muss das sein? Ist das ganz wichtig? Oder kann das noch warten? Manchmal schreibe ich da Dinge auf, wie zum Beispiel, wenn ihr meiner Insta-Story folgt, einen Dyson-Staubsauger, den ich dann wieder runterstreiche, weil ich feststelle, nee, das wird's nicht. So viel Geld möchte ich nicht ausgeben für einen Staubsauger. Genau, aber ja, grundsätzlich ist das eine sehr schöne Seite, um auch einfach schnell Sachen festzuhalten und Ende des Monats eine Seite, die ich ganz kurz benutze zum Reflektieren. Ich muss damit jetzt hier nichts großartig machen. Meine beruflichen Steuersachen mache ich ja in der Abrechnung jeden Monat, aber die privaten, die passieren hier, beziehungsweise wir machen sie in der Abrechnung. Genau, und die privaten habe ich dann hiermit so ein bisschen im Überblick und das ist jetzt nichts, womit ich groß arbeiten muss. Das ist nur für meine Birne, um das einmal schwarz auf weiß zu sehen und einfach das Gefühl zu haben, ich habe es im Griff. Die Jahresübersichten und die ersten Seiten vom Januar kann ich euch nicht zeigen, da stehen schon ganz viele Sachen drin. Ich blende euch kurz mal die Jahresübersicht ein, die finde ich sehr, sehr praktisch, um auch so einen groben Überblick erstmal zu haben, wenn man das Jahr für sich so einteilt, wann ist eigentlich was und was ist realistisch, weil man manchmal dann irgendwie denkt, ja, das kann ich alles im Sommer machen, da habe ich viel Energie und dann ballert man das so auf 2 Monate und im Rest des Jahres ist es entspannter. Von daher finde ich es besser, wenn man es ein bisschen verteilt und ich nutze Jahresübersicht immer, um so Deadlines aufzuschreiben von Dingen, von denen ich schon weiß, dass sie dann und dann fertig sein sollen. Und genau, deswegen kann ich euch die jetzt gerade nicht zeigen, aber sie sieht so aus. Und der Purist an sich sieht so aus. Es ist ein sehr, sehr besonderes Design, finde ich, und lässt komplett alle Möglichkeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die erste Zeit den Teil hier benutze, um die Wochen-To-Do-Liste aufzuschreiben und dann wirklich die einzelnen Tage benutze, um da Termine auch festzuhalten und To-Do-Listen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn es eher eine, ich sag jetzt mal, diffuse Woche ist, weil viele Sachen übereinander fallen oder sich auch viel verändert, dass ich dann eher auch die ganze Seite benutze, um die To-Dos aufzuschreiben und ein bisschen grüber arbeite und dann spontan entscheide, was ich wann mache. Man kann diesen kleinen Teil in der Mitte ja komplett ignorieren und es einfach als eine Seite für sich nutzen für die Woche oder man nutzt tatsächlich die Einteilung. Da werde ich mal gucken, wie das für mich funktioniert, aber an sich ist es ein sehr schönes, freies Design, mit dem man sehr, sehr viel anfangen kann.
Dann habe ich überlegt, was ich mit den Notizseiten hinten mache. Da hat man ja auch tausend Möglichkeiten, was man machen kann, Tracker und so weiter. Ich merke immer wieder, dass mir Tracker gut tun, solange ich sie mache. Das ist mich aber frustriert, wenn ich hinten 1 Million Tracker einrichte fürs Jahr und die dann gar nicht nutze. Deswegen habe ich ewig hin und her überlegt, was mache ich jetzt, wie nutze ich die Seiten und habe die durchgezählt und festgestellt, dass wenn man sozusagen die Zeilen zählt, hat man genug Platz, um tatsächlich dieses Line a Day zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kenne ich persönlich von meinen Großeltern noch. Die hatten solche kleinen Büchlein und da haben sie einfach, sind so kleine Kalender. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie aufmachen kann. Nee, glaube ich nicht, da sieht man wahrscheinlich zu viel. Aber es ist im Grunde ein ganz einfach gestalteter Kalender und da hat mein Opi und meine Omi haben sich jeden Abend hingesetzt und haben ein oder zwei Sätze zum Tag geschrieben. Und diese Büchlein haben wir eben dann irgendwann gefunden und es ist so witzig, das ist das Buch aus meinem Geburtsjahr und es ist so schön, das zu lesen. Also da stehen zwischendurch auch so ganz einfache Sachen drin, wie mein Opi hat super gern gegessen, hat dann reingeschrieben, oh, es gab den und den Braten heute oder keine Ahnung, wir waren in der Kaufhalle, aber es gibt eben auch so ein paar Sätze, wo man denkt, hu, da ja, kriege ich Gänsehaut, weil ich weiß, was an den Tagen war und das ist irgendwie, finde ich, sehr besonders. Und ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass Bimmy diese 1 Million Kalender, die ich jetzt fülle, irgendwann mal mit Achtung sich irgendwo hinlegt, um Gottes Willen. Aber ich glaube, mir würde das gut tun, so ein bisschen so eine Reflexionsfläche zu haben, um einfach gut durchs nächste Jahr zu kommen, um für mich auch Wege zu finden, Sachen festzuhalten, rauszulassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ganz cool ist. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass man so begrenzt ist auf diese kleine Linie. Natürlich werde ich sehr klein schreiben, weil ich, wie ihr hört und wisst ja auch, wenn ihr mich ein bisschen kennt, dass ich immer sehr viel zu sagen habe. Von daher muss ich mal gucken, ob ich mich da gut einschränken kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ganz hilfreich ist, auch das so aufs Wesentliche runterzubrechen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das könnte mir sehr gut tun. Ich habe jetzt schon die ersten so ein bisschen eingetragen und werde dann Stück für Stück die Seiten füllen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann am Ende einfach sehr schön aussieht, wenn die ganzen Seiten beschrieben sind und man dann am Ende des Jahres dann so durchblättern kann und sehen kann, okay, das war alles. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht sogar noch so ein bisschen so ein Stimmungsbarometer mit einfüge, dass ich eben die Zahlen hier noch hinterlege mit einer bestimmten Farbe, um für mich festzulegen, okay, was war das für ein Tag? War das ein blauer Tag, ein schöner Tag, weil das ein dunkler Tag, ein schwarzer Tag, damit ich da auch so ein bisschen Überblick habe, wie es mir so ging und vielleicht auch eine Entwicklung sehe über das Jahr, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch zu viel, ich habe keine Ahnung. Ich gucke erstmal und dann bin ich sehr gespannt, wie sich das so für mich auch ja, bewährt oder eben auch nicht. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gemacht? Könnt ihr das empfehlen? Was sind so eure Erfahrungen mit sowas? Ich stelle mir das auf jeden Fall sehr schön vor und auch schön für die Birne. Und damit haben wir auch schon das Ende erreicht. Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall in jedem Kalender brauche. Und zwar ist das eine Master-To-Do-Liste. Mein Kopf funktioniert einfach so, dass wenn ich an einem Projekt sitze, was eine Deadline hat, was ich auf jeden Fall heute fertig machen muss, dass mein Kopf einfach, um mich vielleicht auch abzulenken oder zu entspannen, immer wieder zu anderen Projekten springt, die noch auf mich zukommen. Und ich habe die besten Ideen, wenn ich eigentlich nicht an anderen Sachen arbeiten darf, weil ich wirklich eine Deadline habe und fertig werden muss. Und das sind die Sachen, die ich dann hier einschreibe. Entweder so Kleinigkeiten, die mir einfallen, ach siehst du, ich wollte schon immer das und das besorgen oder mir fällt gerade ein, ich will fürs Wohnzimmer das und das organisieren oder keine Ahnung, aber auch eben Ideen für einzelne Projekte. Und das ist wirklich Gold wert. So eine Master-To-Do-Liste ist Gold wert. Auch das sieht jetzt sehr, sehr schön aus, finde ich. Aber hier sind dann meistens auch noch zwei Zettel, die ich dann hier übereinander baller und dann eben genau nutze, um wirklich alles Mögliche da festzuhalten. Und das kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich habe hier auch noch so ein bisschen gestaltet. Ich mag das gerne unaufgeregt und so ein bisschen floral. Und wieder mit diesem Packpapier hier. Das finde ich auch sehr schön. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr auch so ein Springkopf seid beim Arbeiten. So eine Master-To-Do-Liste hilft total, um bei dem fokussiert zu bleiben, was man gerade zu tun hat und trotzdem nicht das Gefühl zu haben, scheiße, ich darf die anderen Sachen nicht vergessen und dadurch abgelenkt zu sein. Also kann ich absolut empfehlen, bin ich großer, großer Fan von. Und damit ist der Kalender, glaube ich, so der simpel gestaltetste, den ich je hatte. Und ich finde es aber ganz cool. Ich habe jetzt wirklich nur die Sachen drin, die ich tatsächlich nutze, die ich tatsächlich regelmäßig brauche, die sich bewährt haben. Und ich glaube, das könnte für mich jetzt einfach dann sehr, sehr, sehr gut funktionieren, um da Stück für Stück einfach auch, ja, den Kalender nicht nur gut zu nutzen, sondern das Jahr auch gut zu reflektieren und fokussiert zu bleiben. Denn dieses Jahr steht viel an. Und ich würde mal sagen, ich bin bereit. Ansonsten hoffe ich sehr, ihr kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein. Wir sehen uns dann im Februar wieder. Ich mache im Januar eine Pause, wie ja so eigentlich fast jedes Jahr, und versuche im Hintergrund so ein paar Sachen auf die Beine zu stellen fürs Jahr. Keine Sorge, ihr werdet nichts verpassen. Ich werde trotzdem ganz viel filmen für euch. Das seht ihr dann aber alles erst im Februar. Und ansonsten bleibt gesund, ihr Lieben. Passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss.